Was geht denn, Freunde? National am Start. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge FIFA. Ausrufezeichen. Mit dabei ist natürlich der gute Mafuka. Hallo. Ja, wir spielen heute eine Runde Barcelona gegen Bayern und ich versuche hier gerade noch meine Mannschaft schnellstmöglich gut aufzustellen. Aber irgendwie finde ich hier gerade nicht irgendwas. Irgendwie bin ich hier gerade echt nicht die Leute, die so gut reinpassen. Du hast noch 5 Sekunden Zeit. Ah, ich hätte, oh, okay, dann tue ich. Oh, ich hoffe, es hat es gespeichert. Ja. Okay, spielen. Also Leute, wir wollen heute eine standardmäßige Runde FIFA eben spielen. Also, wie hässlich das alles aussieht. Naja. Auf jeden Fall, wir wollten eben heute mal eine Runde FIFA 15 spielen und nebenbei tun wir auch ein bisschen über ein Thema reden, das haben wir uns nämlich so ausgedacht. Wir reden heute einfach mal über typisches Klima, oder nennt man, ich glaube nicht, ich glaube man nennt es halt einfach Klimawandel, so dieses typische, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja gut, also auf jeden Fall, Mafuka, was wolltest du noch sagen? Ich wollte nichts sagen, warum? Scheiße. Na gut, ganz, es ist schon schwierig hier, sich so zu konzentrieren auf das Thema und dabei gleichzeitig noch hier zu spielen. Aber na gut, auf jeden Fall. Wir wollen heute darüber reden. Ja gut, ich habe es schon gesagt. Also wir fangen dann mal an. Also man kennt ja dieses typische Klimawandel. Irgendwelche Länder werden überschwemmt. Oder halt Inseln vor allem. Tornados und weiß das ich alles. Also das Übliche hier, sagen wir jetzt mal, ne? Ist halt aber natürlich halt nichts Schönes. Muss man auch ganz ehrlich sagen, es ist auch echt mittlerweile so bei uns in Deutschland. Früher, also was heißt früher? Also als ich noch etwas kleiner war, war es bei mir halt wirklich Winter, war wirklich alles weiß und du hast richtig viel Schnee gehabt. Aber die letzten Jahre ist es so, wie zum Beispiel dieses Jahr, dass wir kurz vor Weihnachten haben und wir haben einfach tagsüber teilweise so, was weiß ich, 10, 15 Grad, ja? Ja, das stimmt. Wo ich mir dann auch denke, mit Weihnachten hat es jetzt auch nicht viel zu tun. Ist einfach recht so. Und ganz ehrlich, es gab ja zum Beispiel, dieses Jahr ist ja bei uns in der Nähe noch überhaupt gar kein Schnee. Und früher war ja wenigstens noch Anfang Dezember schon, war es auch auf Feldberg oder so. Jetzt sage ich ja überhaupt nichts mehr. Ja. Das ist halt... Ist schon scheiße. Na, abseits. Das ist natürlich alles wirklich eine schwierige Sache und das andere ist halt speziell, was machst du dagegen? Gegen die globale Erderwärmung. Ja, das sag ich gleich. Sven, drück jetzt mal auf X, Alter, das muss hier schon schneller gehen. Hab ich doch. Ja, nein, du brauchst voll lange. Ist doch gar nicht. Natürlich, du musst auch sofort spammen. Ja, also auf jeden Fall, ich muss dazu sagen, ich tue in, ehrlich gesagt, fast nichts zur globalen Erderwärmung. Also natürlich, ich fahre noch kein Auto und so, also da tue ich vielleicht schon was machen mit denen, dass ich vielleicht Fahrrad fahre. Aber ich muss auch dazu sagen, ich lasse mich schon die meisten Morgen von meinen Eltern so irgendwo hinfahren. Also es ist nicht so, als würde ich jetzt hier keinen Sprit verbrauchen oder so. Also das ist schon scheiße von mir. Also Leute, versucht am besten Fahrrad zu benutzen oder halt Busse. Und es kann ja auch zum Beispiel auch schon dabei anfangen bei diesem, wenn man sich sowas kauft, man kennt doch diese typischen Produkte, wo doch so viel in Plastik eingepackt ist. Ist natürlich alles nicht gut für die Natur, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke mir immer so, kaufst du doch einfach, denn man lebt doch nur einmal und so, aber das ist eigentlich echt die falsche Einstellung, denn man sollte halt echt lieber darauf achten, dass es nicht immer so viel Plastikmüll gibt, denn das ist mich ja meistens echt nicht wirklich so wiederverwertbar und ist halt einfach nichts Schönes. Also, ja, das ist manchmal ist es halt wirklich so, man denkt sich zwar, was machen wir Menschen mit unserer Umwelt, aber selber dagegen machen wir auch nichts groß. Ich zum Beispiel achte ein kleines bisschen darauf, ich weiß nicht, ob das jetzt viel bringt, aber auch mit dem Recycling achte ich ein bisschen drauf, dass ich es trenne und es ist halt auch, vielleicht meint man es, vielleicht auch nicht, ich rauche und ich bin eigentlich generell so, ich werfe meine Zigarettenstummel nicht auf den Boden, weil diese Filter, die zersetzen sich ja auch nicht. Und generell, wenn ich unterwegs bin, versuche ich zu so wenig Müll. Drück doch jetzt mal auf X, Mann. Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall. Da hat man natürlich recht. Ich muss dazu sagen,
wenn ich vielleicht mal ab und zu meine rauche, dann tue ich den Zigarettenstummel schon manchmal natürlich hinwerfen, aber ich tue es natürlich auch nicht in irgendwelchen Wäldern, sondern ich mache es dann eher nur so in der Innenstadt, wo man sich dann ja eh nur denkt, dass die Kehrmaschine kommt. Also wenn ich jetzt dort irgendwo im Wald wäre, würde ich das da jetzt auch nicht hinwerfen. Sowas ist halt einfach uncool dann. Ja, das ist natürlich. Aber darum lässt sich auch wieder streiten, Drück ob doch jetzt man auf in der Stadt X. trotzdem seine Zigarettenstummel nicht, ob man seine Zigarettenstummel dann nicht trotzdem irgendwo in Aschenbecher oder sowas hinmachen sollte, weil Ja, sieht halt ja, auch nicht es schön geht ja aus, nicht nur um die natürlich. Zigarettenstummel selber, es geht ja auch darum, dass der Tabak, wenn ich mich nicht irre, durch diese ganzen Schadstoffe das Wasser verschmutzt. Ups. Echt? Und ja, das habe ich auch vorher nicht gewusst, aber es ist wirklich so. Und es gibt halt so viele Sachen, worauf man achten sollte, aber man macht's einfach nicht. Ja, Ja, das ist halt natürlich. wirklich manchmal. Oh, ich hatte gerade einen kurzen Leck. Ja, ich auch. Natürlich reden wir, ich mache hier noch schnell Pause. Natürlich wollen wir heute auch etwas, also natürlich erkläre ich euch heute auch mal, mit was man eigentlich auch vor allem so viel Schmutz zum Beispiel macht. Denn zum Beispiel, es fängt ja auch schon beim Essen an, ganz ehrlich. Egal was du tust heutzutage, du tust immer globaler Wärmung sozusagen halt anzetteln, denn egal ob du dir was kaufst, zum Beispiel Essen halt. Dann gibt es eben zum Beispiel die Farmer, die das anbauen. Die tun natürlich ihren Traktor, Gras oder so dort, keine Ahnung, loslassen. Dann wird es ja verpackt. Dann wird es geliefert zum Einkaufsladen. Du nimmst es mit nach Hause und dann kommt dir noch die Müllabfuhr. Und das ist halt alles so ein endender Kreislauf. Das ist halt einfach ziemlich schlimm. Ist halt echt nichts Korrektes. Ja. Und deswegen muss man halt einfach darauf achten, vielleicht auch, was man kauft. Man sollte am besten auch nicht immer jetzt so viel Fleisch essen, also dieses typische Fleisch in Massentierhaltung, das ist halt einfach echt ziemlich uncool, also nicht empfehlenswert. Und auch ansonsten, ich meine, tut halt euer Fleischkonsum am besten auch etwas runterschrauben, versucht Sachen zu kaufen, wo nicht so viel Plastiktüten mit dabei sind oder halt auch mal keine Plastiktüte jetzt hier in eurem Müller von nebenan zu kaufen, also sowas am, also ich meine halt, wenn man theoretisch auch keine unbedingt jetzt braucht, nimmt lieber Judebeutel oder so, keine Ahnung. Ja, nein, es ist halt auch so wirklich, muss man auch sagen, ich könnte persönlich jetzt auch nicht auf Fleisch verzichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin Natürlich, groß aber muss geworden doch mit irgendwie Fleisch und mal runter ich könnte es auch konsumieren. nicht wegdenken. Ja, aber man muss halt nicht jeden Tag Fleisch essen, sondern auch mal nur jeden zweiten Tag. Und dann würde sich das auch alles ein bisschen weniger, also würde das alles weniger werden und diese ganzen Tiere müssten nicht mehr so eng aneinander leben und wirklich, so kann ich mich nicht bewegen, ich kann mich nicht bewegen. Boah, Sven, drück aufs Wort mit mehr X, Alter. Ganz schön, wir müssen hier mal flotter machen, sonst dauert die Aufnahme nur zu lange. Ich konnte mich gerade nicht bewegen. Chill deine Base, chill deine Base. Genau. Ja, und auch ansonsten mit. Ja, gut, das habe ich ehrlich gesagt wieder fast schon vergessen. Sind wir etwa nicht multitasking-fähig? Leute, Nee. nein, sind wir Kannst du auch nicht. gucken, wenn du nur mal nicht auf X drückst. Was machst du? Ja, ich habe auf X gedrückt, aus Versehen. Ach so, jetzt auf einmal. Ja, Entschuldigung, ich wollte passen, aber es hat nicht funktioniert. Ach ja. Naja. Was willst du doch? Schreibt Das halt auch gleiche ist gerne wie mal. dieses, ja, red ruhig weiter kurz. Schreibt gerne auch mal in die Sorry. Kommentare, ob das mit der Musik oder so gut ist, die euch hoffentlich heute mal einfüge. Und Mafuga, sag du jetzt Ja, noch was zu das sagen gleiche ist wolltest? halt auch, du musst mir überlegen, in Frankreich, wenn ich mich nicht irre, da ist jetzt so eine Konferenz Ja. gewesen gestern. Und ich finde, da wird jetzt auch nicht so viel drüber gemacht. Die reden da einfach nur, was könnte man da machen? Die andere Frage ist, machen sie es dann auch überhaupt? Also ich weiß ja, da kam so gut wie jeder von jedem Land kam da und Ja. da wurde ein bisschen rumdiskutiert. Oh. Also, so einer wie ich weiß halt nur, dass ich denke mal, dass die dort halt immer nur so sagen, dass es zur Kenntnis genommen wurde, weil sie halt nichts dagegen wirklich machen. Und ansonsten halt auch, der viele sagen wahrscheinlich schon ja, aber sobald dann eben mal ein paar Nein sagen, weil sie natürlich ihr Wirtschaftssachen, also so ihre Wirtschaft nicht darunter leiden lassen wollen, tun sie natürlich dann lieber Nein sagen und so. Und deswegen kommt man da eh nie wirklich zu viel.
Sachen. Und die Leute, die reisen ja dort theoretisch auch immer hin mit ihren ganzen Ja. Flugzeugen. Und dann ganz ehrlich, das, was sie damit schon verbrauchen, ist schon bombastisch, Alter. Das heißt, damit tun sie theoretisch Diese schon die Umwelt generell kaputt machen. Flugzeuge sind ja auch echt krasse, also die verbrauchen echt viel Treibstoff und so Zeug. Ja, vor allem, weil die Also die ja sind auch auch nicht so weit oben an freundlich. der Ozonschicht sind, so viel ich weiß. Dadurch tun sie ja Ja. noch mehr kaputt machen. Und Also das Leute, fliegt weitere Problem weniger. ist halt nicht nur, dass es immer wärmer wird. Das Ganze, der Nord- und Südpol, die schmelzen ja jetzt auch langsam. Das heißt, es gibt immer mehr Wasser. Und mit diesem Wasser gehen Städte, die nah am Wasser gebaut sind, werden einfach mal überschwemmt. Wie zum Beispiel New York ist sehr nah am Wasser gebaut. Und die werden dann natürlich auch irgendwann mal überschwemmt sein. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Wasserstand so hoch ist, dass viele Städte versinken werden. Es ist halt einfach eine Zwickmühle. Klar leben wir jetzt nicht so lange, dass wir jetzt, dass wir denken, es geht uns nichts an. Wir sind in 80 Jahren sind wir tot, vielleicht auch früher. Aber du musst auch andersrum auch an unsere Kinder irgendwann mal denken, weil die haben das, die müssen das dann ausbaden. Oder unsere Urkinder, Urenkel oder weiß das ich, was es da alles gibt. Ja. So, liebe Freunde, da sind wir dann auch schon wieder. Ja gut, nach dieser kurzen Werbeunterbrechung natürlich. Spaß. Ja, auf jeden Fall. Ja gut, ganz ehrlich, ich hasse das immer, wenn man erstmal so einsteigen muss. Das mag ich überhaupt nicht. Da fällt einem nie wirklich was ein. So, wir waren bei dem Thema Umweltschutz, waren wir gerade beschäftigt, bevor die Halbzeit war. Und ja, was ich noch wirklich dazu sagen wollte, ist, Leute, ihr könnt auch mal unten in die Kommentare schreiben, tut ihr was für die Umwelt oder ist euch das alles eigentlich scheißegal oder was macht ihr dagegen? Schreibt doch einfach mal unten in die Kommentare. Und vielleicht werden wir dieses Thema auch irgendwann mal wieder besprechen mit euch. Ja, theoretisch. Oder wer Und schnell? ja, tut doch gerne in die Kommentare schreiben oder lasst halt mal ein Like da, wenn ihr sowas, wenn es euch sowas gefällt, halt, dass wir einfach nur eine FIFA spielen und dann reden wir über was. Ihr könnt auch gerne nochmal drunter schreiben, über was wir als Dingsfeld reden sollen. Vielleicht wollt ihr mal, dass wir über Drogen reden oder was weiß ich. Keine Ahnung. Willst du mit mir Drogen nehmen? Oder ob wir vielleicht auch mal über Eltern reden oder so, keine Ahnung, oder wie es bei euch so ist. Könnt ihr halt gerne alles mal unten drunter in die Kommentare schreiben. Oha. War schon steil, Ja. Junge, war Und vor schon allem ist steil. wichtig, Leute, wenn ihr einen Daumen nach oben geht, dann zeigt ihr uns damit, dass wir weitermachen sollen mit diesem eben, mit diesem kleinen, einfach nur eine Runde FIFA spielen, egal ob es jetzt 15 oder 16 ist. Ich habe mir natürlich den 16er nicht gekauft, weil ich nicht so der Fußball-Freak bin. Und darum spielen wir noch eine FIFA 15. Aber wenn euch das natürlich gefällt, dann lasst natürlich einen Daumen nach oben da und dann wissen wir immer schön, euch hat's gefallen. Oh. Wenn ihr auch gerne mal wollt, dass ich zum Beispiel oder halt auch mal früher mal wieder, oder halt vor allem jetzt ich in letzter Zeit in FIFA 16 auch mal wieder ein bisschen online spiele und mit euch so im Privaten nur mal so ein bisschen was knatsche, dann könnt ihr das natürlich auch alles in die Kommentare schreiben. So, also wir erzählen euch jetzt noch schnell, warum denn jetzt eigentlich letzte Woche keine Videos mehr kamen. Also was ich dazu noch sagen will, Leute, wir sind halt auch keine Maschine oder so, wir laden natürlich auch jetzt nicht so viel hoch oder so, aber trotzdem, wenn wir mal nichts hochladen, das ist ja, wir machen YouTube ja eh nur aus Spaß und deswegen, wenn da eben mal nichts kommt, dann müsst ihr das halt Ja. verstehen. Und zum Beispiel jetzt diesen Samstag, obwohl, ne, warte, das kann ich gar nicht sagen, später kommt das Video erst in 2 Wochen. Aber auf jeden Fall, ihr müsst, wenn halt manchmal nichts kommt, dürft ihr euch halt nicht aufregen. Und dadurch, dass letzte Woche eben nichts kam, das lag, an was lag das nochmal? Ah ja, ich glaube, dass ich nicht Einmal online lag es gekommen bin. daran, dass du nicht online kamst, weil du keine Server geöffnet hast und du die meisten Server betreibst. So. Und darum konnte ich nichts aufnehmen.
Und dann hast du, glaub, auch nichts mehr hochgeladen. Aber was genau bei dir war, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Oh. Oho. Oh. Schäm dich, ne, schnell, schäm dich. Immer diese Marokkaner. Oh, gelbe Karte. Oh. So. Ja, es ist halt wirklich, man muss es sagen, wir betreiben es wirklich nur als Hobby. Kann man das Hobby nennen? Ja. Also, ganz ehrlich, Leute, sogar zum Ernst, supportet uns doch ruhig. Erzählt unseren Kanal euren Freunden oder so, weil, ganz ehrlich, wenn ihr mal irgendwann vielleicht wirklich steigt, dann gibt's vielleicht sogar MindTube Comedy. Tschüss. Aber bis dahin wird es wohl noch lange Zeit. Relog. Was wird's noch alles geben? MindTube Beauty Palace. MindTube's Beauty Palace. Oh Scheiße. Mann, ich tue denn doch nur so. Diese Jungs. Nur so irgendwelche Produkte darstellen. Und dann machen wir damit so Product Placement. Ja, vor allem ist es ja wirklich so, dass wir ja jetzt wirklich ein Hoch und ein Ab hinter uns haben. Wo erst Samuel von uns gegangen ist und dann kamen keine Minecraft-Videos mehr und dann hat es ja die ganze Zeit D-Abos gerasselt. Und wir sind ja fast 3 Monate auf dem 64 sitzen geblieben. Wo wir natürlich auch ziemlich deprimiert waren. Und wir sind jetzt wenigstens froh, dass wir ein kleines bisschen nach oben gegangen sind, von 64 auf 63. Du bist doch so scheiße. Halt's Maul, Junge. Und und jetzt geht's halt auch echt wieder steil. Ja, wir warten ja wirklich darauf, dass unsere Community immer größer wird und dass es natürlich dann auch mehr Spaß macht, mit euch zusammen dann Videos zu machen. Wo man im Moment halt wirklich sagen muss, wir sind jetzt wirklich nur eine Handvoll. Aber immerhin sind wir 72 Leute. Dafür wollen wir euch wirklich danken. Weil das ist im gewissen Sinn schon für uns viel. Wir waren ja schon happy, als wir unsere 10 Abonnenten hatten und unser 10 Abonnenten-Special gemacht haben. Link dazu ja in der Videobeschreibung. Ja, genau. Vor allem das Finale mit 500 Aufrufen, was natürlich wirklich hammermäßig ist. Ja, das war schon Standard. Und, wir wüssten ja nicht mal, was ein 100 Abonnenten-Special wir machen sollten. Ob es nochmal ein Varo gibt oder ob es da was anderes geben wird. Was ich auch noch dazu sagen will, ich glaube, ich schreibe das jetzt dieses Mal unten in die Kommentare. Davor konnte ich ja nie wirklich eure Freundschaftsanfragen über PS4 wirklich annehmen, aber jetzt heutzutage geht das. Ich habe mich herausgefunden, dass man das auch am Handy mal schnell machen kann und da geht's bei mir. Und deswegen, wenn ihr eben mal mit uns mitspielen wollt, vielleicht auch mal eine Runde FIFA gegen mich, auch wenn ich da bestimmt nur verlieren werde, könnt ihr gerne einfach mal mir eine Freundschaftsanfrage schicken. Ja. Natürlich ist es auch so, dass ihr auch wirklich herzlich eingeladen seid, mit uns eine Runde Bad Wars oder sowas zu zocken. Ihr werdet da auch informiert, wenn ihr bei der PlayStation auf den MindTube Community Server geht. Da schreiben wir dann rein, wenn wir den Server öffnen und wenn wir was anderes spielen sollten, da werdet ihr da immer schön informiert. Und dann könnt ihr natürlich auch mit reinkommen, wenn ihr Zeit habt. Oh, was mache ich da nur? Alles klar. Komm schon. Ich will nicht noch ein Tor. Genau. Wie ich nur so abgewartet habe. Der Junge, immer der Junge. Komm, jetzt kann ich aber durchstürmen, oder? Komm, komm. Oh, wer schubst mich denn da? Das da war nix, Alter. Natürlich war das was, du. Ich hab eindeutig den Ball berührt, Mann. Hast du gar nicht, Junge. Das hab ich gesehen, Alter. Wir können ja die Wiederholung anschauen. Schnipp's auf, Alter. Siehst du hier? Ich zeig dir die Aufnahme, Junge. Gut den Ball gespielt. Stimmt doch gar nicht. Guck dir das an, Junge. Junge, ich heb den Elber. Den kriegst du nicht, Alter. Ich mach oben links. Genau. So, ja komm, schieß halt. Was? Scheiße! Ja!
Ich hab nur so die mittlere Variante gemacht, nur weil das nicht besser kann. Junge, ich hab verschissen, ich wollte wirklich oben links reinschießen. Oh shit. Naja, ja, was ist denn da los? 2-4, ein bisschen Ausgleich hier, ja. Ja, wenigstens Ergebniskorrektur. Aber das mache ich jetzt gleich mal wieder hinüber. Also dafür, dass ich noch nie gerne FIFA gespielt habe und richtig der Noob war. Hey. Immerhin etwas, Leute, immerhin etwas. Oh nein, falsche Taste! Manuela Neuer. So, perfekt. Also Leute, es geht jetzt hier wirklich schon zum Ende zu. Wir haben heute aus dieser Folge gelernt, tut nicht immer mit euren SUVs rumfahren, sondern kauft euch gerne auch mal Elektroautos. Und tut halt auch nicht so viel Flugzeug fliegen, tut euch gute Produkte holen, nicht immer so viel Fleisch essen. Und ansonsten war es das eigentlich auch schon damit. Wir hoffen, euch hat eben diese Folge gefallen. Lasst ein Like oder ein Dislike da. Mit dem Like wissen wir natürlich, dass es euch gefallen hat. Und auch ansonsten Abo natürlich, Standard. Bis dahin, Freunde. Tschüss. Tschüss.